Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem kleinen Infovideo. Erstmal hoffe ich, seid ihr alle gut ins neue Jahr gekommen. Ich konnte euch ja bisher kein frohes neues Jahr wünschen, weil ich in den Winterferien war und dann war ich mit der Schule weg auf Chorfahrt etc., Klausuren in Mathe geschrieben und so weiter. Also insofern, da war ziemlich viel zu tun. Das bleibt auch leider so, aber jetzt habe ich eine richtig geile Nachricht für euch für 2015. Also zumindest nehme ich an, dass ihr das positiv auffassen werdet. Ich erkläre es euch ganz kurz. Ich habe ja, bevor ich diesen Kanal hier hatte, einen anderen Kanal betrieben, den ich dann leider schließen musste irgendwann. Und dieser Kanal hatte ungefähr 5000 Abonnenten. Ein paar von denen, die damals dabei waren, sind sicher heute auch noch dabei. Und damals hatte ich dort über 700 Videos hochgeladen. So, und diese 700 Videos sind ja jetzt nicht mehr auf YouTube verfügbar. Weil ich, wie gesagt, das Netzwerk wechseln wollte, nicht konnte. Und da musste ich den alten Kanal löschen. Ist sogar relativ ähnlich wie bei Unge jetzt, aber gut. das muss wohl so gut wie jeder YouTuber leider durchmachen, diese Scheißgeschichten. Bin auf jeden Fall froh, wo ich jetzt bin im Netzwerk. Also insofern, das ist kein Vergleich. Und hat sich damals gelohnt, dass ich einen neuen Kanal aufgemacht habe. Insofern, nur an alle YouTuber, die vielleicht auch zuhören, wenn ihr total unzufrieden in eurem Netzwerk seid und wenn das Netzwerk in seinen Vertragsklauseln nicht stehen hat, dass ihr sozusagen dass es ein Optionsrecht hat auf neu gegründete Kanäle, also sprich, dass es selbst entscheiden kann, ob, wenn ihr noch einen neuen Kanal aufmacht, ob dieser auch zum Netzwerk gehört. Also wenn es das nicht hat, dann gründet auf jeden Fall einen neuen. Ja, also das wäre nur mein Rat. Das lohnt sich an sich schon. Vor allem, wenn ihr halt wisst, dass ihr einfach die Videos machen wollt, wenn ihr die Videos um der Videos willen macht und wenn ihr sie nicht nur macht, weil ihr möglichst viele Zuschauer erreichen wollt, denn hätte ich diesen Kanal damals nicht aufgegeben, hätte ich jetzt sicher mehr Abonnenten, ne? Also das muss man sich immer vor Augen halten. Gut, meine Stimme ist übrigens komisch, weil, wie gesagt, ich war auf Chorfahrt und wenn man dann noch erkältet ist, dann ist das keine so gute Kombination für die Stimme. Ich wollte mich an der Stelle auch nochmal bedanken für fast 18.000 Abonnenten. Das ist einfach mega krass. Vor allem, wenn ich in die Statistiken schaue, wie mich immer noch Leute abonnieren, wie ihr mir die Treue haltet, obwohl ich ja nicht wirklich sehr viel hochlade. Das finde ich echt super und deswegen komme ich jetzt zu dem Eigentlichen, was ich ankündigen wollte, warum ich jetzt auch auf den alten Kanal eingegangen bin. Und zwar habe ich, wie gesagt, auf diesem alten Kanal sehr, sehr viele Videos hochgeladen, die ich mir jetzt alle nochmal so ein bisschen angeschaut hatte. Und wo ich gemerkt habe, hey, die waren doch eigentlich schon ganz gut und es ist richtig schade, dass sie nicht mehr auf YouTube sind. So, und dann habe ich mir gedacht, ich kann eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einmal, die Leute, denen diese alten Videos gefallen haben, die könnten sie jetzt wiedersehen. Und den Leuten, die denen hier momentan zu wenig auf dem Kanal kommt, denen kann ich sozusagen völlig neue Videos präsentieren. Also sprich, ich kann meine alten Videos, die auf meinem alten Kanal waren, der alte Kanal ist ja jetzt gelöscht, die könnte ich wieder hochladen. So, nun möchte ich aber meinen Kanal nicht mit 700 Videos zumüllen, das wäre ja auch bescheuert. Deswegen werde ich natürlich eine kleine Auswahl vornehmen, eine kleine Auslese, schauen, welche Videos sind denn noch überhaupt noch aktuell, in welchen habe ich mich komplett blamiert oder welche könnten noch interessant für euch sein. Wie gesagt, das kann sein, dass die vor zwei Jahren entstanden sind, wo ich noch richtig schlecht in manchen Spielen war, wo ich Rome Total War 1 damals zum ersten Mal gespielt hatte zum Beispiel. Das ist ein sehr schönes Projekt gewesen. Sowas könnte ich wieder hochladen. Da sind eine Menge Schlachtkommentare, da sind Ruse-Kommentare dabei, da ist Age of Empires dabei, Monoblade Warband ist dabei, also jede Menge ist da dabei. Und das möchte ich jetzt wieder für euch zur Verfügung stellen auf meinem Kanal. Das heißt, ich werde ungefähr ja, jeden Tag bis alle zwei Tage ein Video rausbringen und werde die alten Videos mit Best of kennzeichnen. Oder ihr werdet das dann sehen. Auf jeden Fall werde ich die irgendwie im Titel kennzeichnen. So wie Pilofas Legenden oder irgendwie so. Also ich werde irgendeinen Titel mir dafür ausdenken, sodass ihr wisst, okay, das ist jetzt ein altes Video. Und wenn neue Videos kommen, was passieren wird, denn Age of Empires 3 soll weitergehen. Let's Play Together mit Günther Shadow soll weitergehen. Also wenn neue Videos kommen, dann werde ich euch natürlich darüber informieren. Und dann werde ich euch nicht darüber informieren, das geht weiter, sondern dann werde ich sozusagen in den Titel nicht Best of schreiben. Das heißt, ihr könnt dann die Videos unterscheiden, ob sie jeweils alt oder neu sind, anhand dessen, ob jetzt Best of im Titel steht oder nicht. War jetzt umständlich erklärt, ich denke mal, das ist dann völlig ersichtlich, das seht ihr dann auch. Ich kann euch wirklich nur die alten Videos ans Herz legen, denn die haben durchaus, also wirklich einen gewissen Charme und so viel hat sich auch nicht geändert vom Kommentarstil seit damals, also wie gesagt, kann sein, dass damals ich noch über Dinge rede, die gar nicht mehr jetzt aktuell sind.
Ich freue mich aber trotzdem, wenn ihr auch da in den Videos Kommentaren schreibt, irgendwie, vielleicht auch wenn an diejenigen, die damals diese Videos gesehen haben, wenn ihr nochmal schreibt, ach geil, an die Stelle konnte ich mich erinnern, das hat mir damals richtig gefallen oder das hat mir damals geholfen oder oh Gott, warst du damals schlecht? Also ich meine, ihr könnt ja auch gerne mal zeigen oder dann könnt ihr das ja wenigstens konstruktiv formulieren nach dem Motto, du bist jetzt besser geworden als damals. Also da wird eine Menge kommen. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt meinen Output damit wieder ein bisschen erhöhen kann. Und wie gesagt, also das sind von mir produzierte Videos. Das sind alles Videos, ja, die ich ja jetzt nicht irgendwo klaue, sondern das sind wirklich meine Videos, die ich jetzt wieder zur Verfügung stelle auf dem neuen Kanal. Und deswegen wünsche ich euch sehr viel Spaß mit den Videos. Hoffe, ihr schaut sie euch auch an. Und ich denke mal, das wird richtig cool. Also insofern, wir sehen uns dann. Ciao, euer General.